Im Rahmen von Move lud MVV Energie interessierte Mitarbeiter zum Speedpainting ins Casino ein. Erstmal Kostüm und Krawatte vor Farbflecken schützen und dann konnte es losgehen. Für jeden Mitarbeiter gab es eine Leinwand, auf der bereits ein paar Linien zu sehen waren, die nicht übermalt werden durften. Den Rest der Fläche galt es dann kreativ auszufüllen. Und auch wenn einige vermutlich zuletzt im Kunstunterricht einen Pinsel in der Hand hatten, sie alle fanden die Idee Speedpainting nur gut. Ich finde es total klasse und war von Anfang an begeistert. Und finde es halt auch einfach schön, dieser Grundgedanke, der dahinter steht, dass man mit vielen ein Gemeinsames schafft. Ich finde es richtig toll, vor allem, dass man sich auch nach Feierabend mal zu sowas trifft, weil die Möglichkeit hat man ja nicht, und dann hinterher sieht, was man gemeinsam produziert hat. Aus den 120 Einzelbildern sollte später ein Gesamtkunstwerk nach einer Vorlage des Malers Christian Bendul werden. Der Künstler hat solche Events bereits mehrfach durchgeführt und weiß um die besondere Atmosphäre, die beim gleichzeitigen Malen entsteht. 40 Minuten lang wurden die Pinsel geschwungen, Hierarchien verblassten, Mitarbeiter, die sich sonst nie begegnen, malen und lachen einträchtig miteinander. Und die Verbesserung der Kommunikation ist nur eines der Ziele. Sie sehen selber, was los ist. Hier wird kommuniziert, hier wird gelacht. Hier wird letztendlich auch gute Arbeit in Form von Malen, von Bildern gemacht. Während die Mitarbeiter durchs Buffet abgelenkt waren, begannen fleißige Hände, die Einzelbilder zu einem Gesamtwerk zu fügen. Keine Frage, das Ergebnis ist faszinierend. 5,10 Meter mal 2,10 Meter, das Bild wirkt schon durch seine Größe. Doch das ist nicht das Wesentliche. Viel wichtiger, hier sind zahlreiche Einzelkunstwerke zu einem Gesamtkunstwerk zusammengewachsen. Begeisterung pur. Total überwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass so was Tolles da rauskommt. Und es ist so, jeder hat so einen Teil dazu beigetragen. Und es ist also irre toll geworden. Ganz, ganz toll. Es ist so ein Stück von einem selbst. Fazit genial. Und als Betriebsrat würde ich sagen, das ist Hammer. Und sowas müssen wir viel, viel öfter machen, weil das stärkt den Zusammenhalt, der in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die Leute ein bisschen näher rücken zu lassen. Das Bild ziert jetzt das Erdgeschoss des Verwaltungshochhauses. Als Beweis, dass es sich lohnt, miteinander über alle Abteilungsgrenzen und Hierarchien hinweg an einem Strang zu ziehen.